Und dann gucken wir doch mal. Der Trab. Flusshühnchenbahnhof. Schmeckt besser. Taste drücken? Ich habe Angst. Aber wir werden es jetzt mal drücken. Also wolltest du den Helm haben, was? Röhren, Fest und Traube. Reine Trauben. Fräulein Segen. Na dann, gern geschehen. Hat Kirkland dich eingesperrt? Chefinmaus? Ja. Bärchen lange da. Aber Verweigerer am glücklichsten. Für Goldfische sammeln, ohne Falten. Okay. Dir geht es da drinnen also ganz gut. Bleib einfach hier und mach keine Ausflüge. Gelee. Wenigstens haben wir ihm geholfen. Denke ich. Es bleibt aber erstmal eingesperrt. Keine Ahnung, was es ist. Und wir brauchen nicht noch mehr Probleme. Das ist richtig. Ich hatte kurz Angst, dass wir ihn rauslassen, ne? Ich hatte wirklich ganz kurz Angst, dass wir ihn rauslassen müssen. Um dann zu bekämpfen. Nein. Hier wollte ich hin. So. Volle Platte für den Jeton in der Jukebox. Noch mehr Chaos. Wollen wir das mal kurz machen, dann haben wir es nämlich fertig. Schnellreise. Wo ist es denn? Nein. Eagle Limited AW. Und da müssen wir jetzt die Fluggeleit vernichten. Die Frage ist nur, wie? Und die nächste Frage ist, wo ist sie vor allem? Wo ist mein Freund die Kugel? Kann ich sie einfach so einnehmen? Ja, könnte ich. Oh, mit diesen Sprintern, das ist das ekelig. Ich dachte, hier oben kriegen sie mich nicht und auf einmal schmeißen sie ihre Äxte. Das habe ich vielleicht vergessen. Jetzt kommt hier gar keiner mehr. Okay, gut. Dann suchen wir jetzt nochmal nur die Dunkelheit. Sich hier irgendwo versteckt. Wo könnte sich die... Hunde... Das ist so die letzte... Haben wir aber noch was? Haben wir gar nicht hier oben? Die Behörde hat konkrete Beweise dafür gesammelt, dass die Zugentgleisung tatsächlich das Werk der parakriminellen Gruppe namens war. Die Gruppe zeigt laut Informationen der Behörde ein besorgniserregendes Interesse daran, mit der künstlichen Herstellung von gewandelten Materialien zu experimentieren. Da bekannt war, dass die Gruppe hauptsächlich im mittleren Westen der USA aktiv ist, arbeitet die Behörde mit dem FBI zusammen, um ihre Routen und Treffpunkte zu ermitteln. Diese Zusammenarbeit versorgt die Agenten mit Informationen, die schließlich zu einer Verhaftung führte, die mit dem AWE-Fall in Verbindung stand. Wurde verdächtigt, involviert gewesen zu sein und wurde zur Befragung des Ältesten ausgebracht. Während der von Agent durchgeführten Befragung wurde der Verdächtige 2 Tage lang ohne Nahrung in einer Arrestzelle gefangen gehalten, was gegen ein paar kriminellen Rechte verstieß. Im Anschluss gestand der Verdächtige seine Involvierung in der Gruppe und gab im Tausch für seine Freiheit Informationen über weitere Gruppenmitglieder preis. Das Glas kann ich nicht kaputt machen. Ich höre etwas, aber ich kann echt nicht zuordnen, wo es ist.
Da ist es. Ja, genau das wollte ich. Komm, mach. Tschüss. So, das letzte. Wo befindet sich das letzte? Ach Leute. Ich will euch doch gar nicht bekämpfen. Ich schaff das, ich schaff das. Irgendwie habe ich es geschafft. So, wo ist das letzte Knäuel? Die porten da unten lustig hin und her. Das können sie auch gerne machen. Ich suche das letzte Knäuel hier oben. Also hier war eins. Da war eins. Wo könnte noch eins sein? Hier in der Ecke? Nein. Ich weiß nicht, ob ich es höre oder nicht. Ich schmeiß das Ding nochmal hier rüber. Ist unser. So, und jetzt können wir gerne kämpfen. Jetzt können wir gerne weiterkämpfen. Guck mal, ich kann den hier und ihr. Nicht? Oh, das ist ja schade. Bam. Sind hier auf einmal viele. Ganz kurz ein bisschen hier. So, jetzt sind nur du und ich übrig. Komm her. Los, komm, trau dich doch. Na komm. Mach einen Abflug.
Oh, herrlich. So. Ich glaube, ich höre es. Bin mir aber auch nicht sicher. Hier ist, es muss ja hier irgendwo sein. Ach, hier liegt sogar noch was. Agent Guthrie, Befragung für C. Befragung des Verdächtigen. Agent Guthrie, Befragung für C zum Eagle Limited Vorfall und den folgenden Zustandsveränderungen. Hören Sie, Kumpel. Ich weiß wirklich nicht, wovon Sie reden. Also leugnen Sie, als Teil einer radikalen Gruppe so auf leblose Objekte einzuwirken, dass es zu ungewöhnlichen Ergebnissen kommt? Ja, leugne ich. Aber erzählen Sie mal von den Ergebnissen. Die klingen so ungewöhnlich. Sie sehen sicher ein, dass die zielführenden Maßnahmen Ihrer Gruppe als terroristische Handlungen angesehen werden können. Zielführende Maßnahmen? Ach, das ist so vage. Wissen Sie, dass Sie sehr vage sind? Also gut, 62 Tote, Passagiere und Personal, unschuldige Leute, immer noch zu vage? Sie verschwenden hier doch nur unsere Zeit. Ich werde nichts sagen und Sie dürfen nichts sagen. Das weiß ich. Ich sag Ihnen mal was. Ich kann Ihren kleinen Arsch in eine gemütliche Isolationszelle stecken. Da rotten Sie dann vor sich hin, bis Sie reden wollen. Oder Sie sparen uns den Aufwand und erzählen mir, wie Sie gewandelte Objekte erschaffen. Na, wie klingt das? Dachten Sie wirklich, wir würden Sie nicht erwischen? Das tun wir immer. Immer. Also schenken Sie mir endlich reinen Wein ein. Ich würde lieber meinen Anwalt sprechen. So läuft das hier nicht, Kumpel. Aber ich sag Ihnen was. Ich lasse Sie jetzt ein bisschen schmoren und wir sehen uns dann in ein paar Tagen wieder. Moment! Moment, Moment! Geht zum Eagle Limited vor. Alles klar. Ich versuch gerade zu orten. Also ich hatte eins da hinten in der Ecke gesehen und das andere da oben. Oh Gott, diese Scheinwerfer. Ist hier irgendwo. Irgendwo hier ist das, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Da gerade. Komm ich hier? Nee, so komme ich da nicht hoch. Das ist zu. Da ist mein Absprung zu kurz. Reicht das? Ja. Es ist doch nicht hier. Okay, wo ist ein dunkler Ort, wo es sich verkriechen könnte? Hier in der Ecke. Der Ecke.
Geht das auch noch dazu? Ne, das ist der verschobene Durchgang. Das hat nichts mehr damit zu tun. Ich leuchte mal alles aus. Huch. Okay, da ist es. Oh, so ein Arsch ist das da, ne? Fertig. Jetzt sollte er zufrieden sein. Gern geschehen. So, dann haben wir das nämlich auch. Die dritte Form, zurück zum Absender. Finde einen Kopierer, das... Ich will mal wissen, wie was passiert, wenn wir es jetzt weitersenden. Also von der Logik her... Bringen wir damit Andrea in, eine Zwickmühle, ne? Abteilung für aktive Untersuchungen. Andere Seite, Operation Center. Finde ein Kopierer. Da vorne steht ein Kopierer. Natürlich sind hier Gegner. Oh, Picken. Wo kommst du denn her, du... Matratzen-Concordia. Alter! Na komm, zeig dich. Überraschung! So, ich wollte doch nur den Kopierer benutzen, Mann. Das kommt mir sehr bekannt vor. Ja. Schicke 3 Kopien des Kettenbriefs, aber wohin? Das Abspielgerät kennen wir schon, alles gut. Schnellreise. Wir fangen mal. Aussichtsplattform. Ich weiß gar nicht, kommen wir von da so rein? Das ist jetzt die nächste Frage. Lower Access. Nein, das ist es nämlich nicht. Verschickt. Gut.